Hallöchen, ihr lieben Wikinger da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Ja, der Folge 31 sind wir jetzt schon angelangt. Ich war schon wieder Minecraft gewöhnt, weil ich gerade davor ein bisschen Minecraft aufgenommen habe. Ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, wo wir Kupfer gesammelt haben. Hier gab es auch einen kleinen Kampf wieder mit dem Wald, wie man es so schön ausgedrückt hat. Der Wald hat sich gerührt und hat sich auch bemerkbar gemacht. Und wir sammeln hier fleißig weiterhin Kohle. Oh, es ist gerade Nacht. Okay. Dann sollten wir doch erstmal ins Häuschen zurückgehen. Denn heute werden wir uns auf die Suche machen nach Zinn. Weil wir können das Ganze natürlich ein bisschen besser transportieren, weil man kann sich einen Wagen bauen. Und dazu braucht man halt eben Bronze. Ja, und das haben wir leider noch nicht. Essentechnisch sieht es ein bisschen so lala aus. Aber das kriegen wir schon hin. Es ist wieder nebelig draußen. Ja, wenn der Nebel wirklich mal hardcore eintrifft, dann seht ihr das Ergebnis. Und ja, die Wand muss dann auch weitergebaut werden. Aber wir arbeiten uns erstmal vor, was Zinn angeht. Weil das muss ja auch eindeutig weg. Also das hier hinten muss noch ein bisschen weggearbeitet werden. Weil sonst können die Monstrositäten nicht drüber springen. Und das wollen wir nicht. Also das heißt, ja, drüber springen, sie werden halt sowas wie springen, kann man es ungefähr nennen. Aber Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? So, bisschen Futter noch mit reingearbeitet hier wieder. Und dann werden wir uns auf die Suche begeben nach Zinn. Und Zinn ist auch im Dunkelwald zu finden, aber nur an Wässer. Alter, ist das ein Nebel! Da hat doch ein gewisser Herr von und zu Barul nicht seine Suppe aufgegessen. Oder ein gewisser Herr Tom and Terry. Das sind natürlich auch ganz gute YouTuber. Okay, sagen wir so, der gute Barul macht momentan Pause und der gute Tom and Terry ladet auf seinem YouTube-Kanal momentan aktuell noch Twitch-Highlights hoch. Er kann mich natürlich ja korrigieren, wenn er nicht das nötig haltet, drauf zu kontern. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch wieder ein bisschen Fleischi. Ah, man kann jetzt mit C zum Beispiel es so bewirken, dass der nur mal einen Schritt geht. Ich gehe schon Richtung Dunkelwald. Ich will aber auch die Hirsche mit erwischen, aber ich höre die nur und sehe sie wieder natürlich nicht. Der Nebel könnte sich jetzt auch schon mal ein bisschen weiter verziehen. Ja, das finde ich auch immer erstaunlich, dass Schleichen Ausdauer ihr wisst schon. Mal ein paar Pilzis.
Ich finde es irgendwie schade, dass man keine Pilzsuppe oder sowas machen kann. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wikinger damals auch Pilzsuppe gegessen haben. Ich meine, hey, Hauptsache man hat was im Magen, oder? Warte mal, da ist so ein Halotri. Den nichten wir mal ganz geschwind. Jetzt muss ich halt Gewässer finden. Ja, hier habe ich meinen Kupfer abgebaut. Wir brauchen halt sowas wie Gewässer. Gehe ich wenigstens trotz. Ja, jetzt bin ich wieder aus dem Dunkelwald raus. Das ist eigentlich falsch. Wir müssen im Dunkelwald drin bleiben. Aber halt. Erhoffen, dass hier irgendwo Gewässer sind. Ah, hier haben wir wieder noch ein. Hier haben wir noch ein Kupfervorkommen. Das markieren wir mal ganz schnell. Kupfer 5. Weil das brauchen wir jetzt nicht einsammeln. Wir haben jetzt mal genügend Kupfer daheim. Was mir halt, wie gesagt, wichtiger ist, ist jetzt Zinn. Und wir nehmen auch die Beeren mit. Wir nehmen alles mit, was wir uns an Essen reinstopfen können. Ja, da hat sich doch wieder angekündigt. Hallöchen auch. Weg mit dir. Und schon gib mir irgendwelche Gewässer. Bald muss ja auch irgendwie mal trinken können, oder nicht? Ja, hier gab es erst die Stelle gewesen, wo ich sogar gestorben bin. Was bist du nochmal gewesen? Ich glaube, das soll eine Trollhöhle oder auch eine Grabkammer sein. Waren wir da schon drin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gehen wir einfach mal reinkommen. Was können wir schon verlieren? Großartig. Ich weiß, wir wollten Zinn suchen, aber hey. Ja. Ich sag mal so, no risk, no fun. Und wenn wir schon hier drin waren, können wir wenigstens die Leuchtpilze mitnehmen. Gehen wir erstmal hier durch. Hier, die Türen sind überall offen. Ich glaube, hier war ich schon. Ja, die Truhe ist hier leer. Da brauche ich nicht weiter suchen. Wenn die Truhe hier leer ist, dann war ich hier schon. Also kann ich hier wieder verschwinden. Okay, dann markiere ich die mal mit. Ne, ich wollte es eigentlich nicht wegmachen. Erledigt. Erledigt. Na, schauen wir es einfach so. Ich weiß jetzt nicht, wie man X drauf macht. Oh. Ja, okay.
Ja, lassen wir es einfach mal sein. Lassen wir es einfach sein. Der Totenschild markiert sowieso die Stelle. Ich brauch Gewässer, ich brauch Zinn. Das ist da oben. Oh, Skelettis. Bogenschütze. Um den muss ich mich als erstes kümmern. So, das war's mit euch, ihr Klappergerüste. Da hinten ist sogar ein Spawner. Aber ich markiere mir erstmal das Grab hier. Grabkammer. Okay. Ein Berserker mit einem Stern, das ist nicht gut. Ja, die sind nicht dumm, die weichen halt aus. Und rennt der jetzt hier? Das muss ich nicht verstehen. Ich hoffe, das wird reichen. Ja, ich warte mal, bis meine Ausdauer aufgefüllt ist. Wir haben jetzt schon mal 3 uralte Samen. Ich weiß nicht, wie viele man braucht. Ob man nur 2 braucht oder nur einen, ich weiß es nicht. Ich habe schon mal den uralten Sieg mit den guten Tomentary, aber ich weiß nicht, wie viele von diesen uralten Samen man braucht. Aber gut, wir wollten eigentlich Zinn holen, aber jetzt lassen wir uns wieder durch was anderes ablenken. Ich meine, für euch ist es ja nicht langweilig, wenn ich gegen Monster kämpfe, oder? So, dann gehen wir aber mal hier rein. Aber hey, wir sind den nächsten Endboss schon ein Stückchen näher gekommen.
Okay, den Bogenschütze haben wir schon mal ausgeschalten. Die drei Halunken haben sich hier hinter der Tür versteckt. So, so, so. Solche seid ihr mir. Steinprobe jetzt nicht unbedingt, die Löwenzahn auch nicht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen arg dunkel. Kann ich jetzt leider auch nichts ändern. Ich kann jetzt nicht hier nämlich nicht mit gezogener Fackel rumrennen. Ein Kern. Nehme ich doch gerne. Versuche mich zu beeilen, Freunde. Noch ein Kern. Jawohl. Also mit den Standfackeln könnt ihr ein bisschen öfters hier rumstehen. Ja, das war wieder ein sehr intelligentes Skelett. Okay, hier ist überhaupt nichts mehr. Also vielleicht ein paar Leuchtpilze, die ich jetzt einfach mal mitnehme, damit ihr wieder im Dunkeln hockt. Hier war ich noch nicht. Erstmal da lang. Da geht auf jeden Fall schon ein Skelett. Ja, ja, das steht links neben der Tür. Ja. Da ist nix. Ich habe auf jeden Fall ein Skelett, gehöre ich auf jeden Fall. Oder es hört sich halt immer nach einem Skelett, nach einem Geist an und dann ist es kein Geist. Da war ja noch eine Tür. Ja, da mein Geist. Okay, interessant, man kann Türen kaputt machen. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ortsbereits der Karte hinzugefügt. So, das noch ist eine komische Pferde. Hat sich ein bisschen gelohnt. Dass hier nichts liegt, wundert mich. Und die Welt hat gespeichert. Ja. Nehmen wir die Pilzchen auch nochmal mit. Immer nach draußen. Ich suche halt immer noch nach Gewässern. Wie viel Gewicht haben wir jetzt? Geht eigentlich noch. Ich renne jetzt einfach mal in die Richtung. Du könntest was zum Essen vertragen. Da hinten bewegt sich auch wieder was.
Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Dungeon oder so. Interessiert mich jetzt aber. Ey, Spiel, nicht ruckeln. Also da habe ich echt einen extrem großen Dunkelwald. Hier ist irgendwo ein Troll. Ja, da unten ist er. Wir können es halt neuestens einen wittern. Ich glaube nicht, dass ich genügend Pfeile habe für den Troll hier. Bin noch viel zu tief in Dunkelwald drin gerade. Mach mal hier. Oh, Blaubeeren, die nehmen wir mit. Ich weiß, wir sind schon am Ende einer Folge angelangt. Ich werde das aber mal so handhaben. Dass ich jetzt einfach mal weiter aufnehme. Das ganze Cutte. Ich weiß nicht, warum es so ruckelt. Wahrscheinlich, weil der das neues Gebiet. Weil ich gerade ein neues Gebiet freilege. Ich habe jetzt keinen Bock auf den Kampf. Bleib doch nicht überall hängen, Hockley. Ja, das liegt definitiv, weil wir hier gerade ein neues Gebiet sind. Und Skelette gegen den Troll kämpfen. Aber ich habe jetzt keinen Verlangen, gegen den zu kämpfen. Ich werde ja, sobald wir in normal schon entdecktes Gebiet wieder reinrennen, dann hört es auch auf zu ruckeln. Ein paar Diesel mit. Das habe ich gesehen, nehme ich mit. Ja, ja. Und es ist mich jetzt vielleicht ein Futzbaum. Warum ruckelt das denn so? Hi! Das folgt mir jetzt nicht. Ah, doch, die beiden folgen mir. Müssen wir uns den beiden halt stellen, wenn die schon so fleißig hinterherlaufen. Oh, hier ist halt jetzt mal Geschichte. Jetzt bin ich an einer Flussgegend angekommen. Wir haben jetzt nicht so viel Klumpatsch dabei. Das kann mal weg.
Salz kann mal weg. So, und jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Zinn mit. Wo haben wir denn hier noch ein bisschen Zinn? Da drüben war noch ein bisschen Zinn. Ich hoffe mal, ich habe ja, ich habe gehofft, dass das Wasser nicht so an der Stelle zu tief ist, aber da ist halt Zinn und das brauchen wir. Na komm her. Ein Sinn, aber eine magere Ausbeute. Ah, da ist ein End, nee, nicht End, Healer. Ja. Wir gehen einfach mal in die Richtung weiter. Das auch noch Zinn? Jo. Wie schwer sind wir? 15 Zinn ist jetzt nicht die Welt. Ein bisschen ist ein bisschen. Das ist kein Sinn. Ja, dass du das hörst, mein Freund, das weiß ich. Dich brauchen wir jetzt nicht. Aber ich sollte hier aus diesem Gebiet rausgehen erstmal. Weil das Zinn wird jetzt erstmal reichen. Schaut mal, da ist unsere alte Hütte vom Anfang. Das war unsere. Das ist unsere erste Hütte, die wir überhaupt gebaut haben. Wow, ist das dein Ernst? Also kommt rein, beißt. Alter. Komm mir nicht auf die Nerven, du blöde Nixe. Ja, was schmeiß ich hier weg? Ganz schön frech, ey. Ja, wenn ich in die Richtung laufe, dann komme ich wie sonst zu unserem Zuhause. Ganz schön frech, ey, für so eine... Ja, ihr habt mich schon gesehen, ist mir schon klar. Ihr interessiert mich auch nicht gerade. Weißt du, wo ich die Hirsche gesucht habe? Ein, zwei Stück. Und jetzt, wenn ich jetzt mal nicht auf der Suche bin, sondern einfach nach Hause will... Alter!
Na komm her. Dich dummes Viech mache ich auch noch mit meinen Fäusten platt. Du auch. Während ich jetzt nach Hause renne, Freunde, sage ich mal wieder ein großes Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Natürlich werde ich mich bei der Folgenfolge jetzt nicht verabschiedet haben, weil ich jetzt mal zwei Folgen am Stück aufgenommen habe. Und wir sind wieder daheim. Und dann gehen wir noch mal kurz noch in die Bude. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal bei Let's Play Valheim. Tschüss.